Willkommen zurück zu Civil. Unvermutlich ist es auch der letzte Teil. Was heißt vermutlich? Wir machen einfach den letzten Teil daraus. Und dann kehrt wieder Ruhe ein in Ferianis. Und davon lege ich einfach mal aus. Man weiß es ja nicht. Ja, was ist passiert? Unser Schlaukopf Ambrosius ist jetzt ein Mini-Ambrosius, weil er der Meinung war, dass er verbotene Früchte essen muss. Ja, hat er gemacht. Er hat einfach Kirschen gegessen, obwohl er nicht die Erlaubnis hatte. Und sowas kann passieren, dass man dann halt ganz klein wird. Ja, wir müssen jetzt unseren Mini-Ambrosius nehmen und durch die Hamsterklappe jagen. Los, Kleiner! Geh und hole mir den Schlüssel! Ach, das Ding ist unglaublich schwer! Nur gut, dass ich als Paladin schier unmenschliche Kräfte habe! Ja, du Lappen! Gerade du. Er steckt ihn in die Tasche. Der Schlüssel ist mein. Das war einfach. Ja, das heißt, wir könnten jetzt normalerweise da rein, weil einen Schlüssel haben wir. Ach, hier ist denn für ein Schlüssel. Sieht aus wie unser Mädchenzimmer. Okay. Ein Miniatur-Ambrosius. Was man damit alles für Schabernack anstellen könnte. Ja, zum Beispiel Schlüssel holen. Der Schlüssel für die Thronsaaltür. Wunderbar, endlich mal eine Tür, die ich aufsperren kann. Warum? Ist das nicht oft der Fall? Sei still, ich hasse Türen. Ja, denn du warst ja der König, warum hast du die denn eingebaut oder einbauen lassen? Ja, dann werden wir mal die Thronsaaltür öffnen. Wunderbar, wunderbar. Mit dem Schlüssel können wir endlich Basilius verfolgen. Kriegst du jetzt einen Orgasmus deswegen oder klang jedenfalls so? Wunderbar, wunderbar. Ja, mach mir das Schloss auf. Ja, jetzt muss ich gar nichts machen. Macht also von ganz alleine. Ah, die Geheimtür. Tippe, tippe, tippe. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der Geheimgang ist offen. Los, bringen wir Basilius zur Strecke. Ah, Seville, hier steckst du. Lilly, wunderbar, ich hatte dich schon fast vergessen. Los, wir schnappen uns Basilius. Ja, aber ist er nicht oben? Und wo ist denn dieser Ambrosius? Ach ja, richtig. Ambrosius, was ist denn mit dir passiert? Du bist so klein. Der schurkische Basilius hat mich durch eine gemeine List überrumpelt. Aber ich schwöre bei meiner Ehre als Paladin, dass ich diesen niederträchtigen Schuft fangen und der Gerechtigkeit zuführen werde. Ja, 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 schon gut, Kleiner. Los jetzt. Wir gehen durch den Geheimgang und schnappen uns Basilius. Okay, dann schnappt ihr mal Basilius. Ha, Basilius! Du niederträchtiger, ehemaliger Stiefellecker! Endlich haben wir dich! Ergib dich! Mich ergeben? Ein wirklich guter Witz. Glaubt ihr wirklich, dass mich so jämmerliche Gestalten wie ihr es seid aufhalten können? Ha! Wie absurd! Seht her und spürt meine Macht! Sieh mir in die Augen, Kleines. Dein Wille ist gebrochen. Du bist nun meine Sklavin und ich bin dein Meister. Ihr seid mein Meister. Gut. Oh, sehr gut. Dann mach dich nützlich und putz mein Labor. An die Arbeit. Muss Labor putzen. Ich wusste doch, dass man sich auf kleine Mädchen nicht verlassen sollte. Nun zu dir, Seville. Sieh mir in die Augen und spüre meine Macht. Muss standhalten. Muss... Ah, endlich wach? Sehr gut, sehr gut. Dann kannst du die Stunde meines Triumphes miterleben. Ich werde einen wirkungsvollen Verwandlungstrank brauen und mich in Gwendolin verwandeln. Dazu benötige ich lediglich ein paar Haare von ihr, die schon bereit liegen.
Als Königin werde ich dann das Reich mit meiner Schreckensherrschaft unterjochen. Du verwandelst dich in eine Frau? Was für ein schwachsinniger Plan ist das denn? Manchmal muss man für einen bösartigen und teuflischen Plan eben auch Opfer bringen. Aber genug davon. Ich muss mich nun ans Brauen des Trankes machen. Irgendwie muss ich ihn aufhalten. Lilly, hörst du mich? Muss Labor putzen. Akt 3 plus. Die Rückkehr des Königs. Aha. So, und wir müssen uns jetzt hier quasi umsehen. Nimm kleinen Stein, den machen wir noch einfach mal. Und glaub mir, ich weiß bin genau, ich der König der Welt. Ey, quatsch nicht dazwischen. Aber egal. Ey, die dazwischen quatschen immer. Der wurde nicht gefragt. So, wir gucken uns mal die schlafende Gwendolyn an. Was für eine Königin. Olala. Das Königreich ist in Gefahr und sie schnarcht hier vor sich hin. Sprich nicht so von der Königin, niederträchtiger Schurke. Warum? Machst du sonst einen Zwergenaufstand? Durchaus möglich. Miniaturschaukel? Eine kleine gepolsterte Schiffsschaukel. Ich frage mich, was die hier zu suchen hat. Das ist ein Geschenk für meine geliebte Bösewichtskatze. Irgendwie muss ich sie hier unten ja beschäftigen. Nun sind auch meine letzten Zweifel, ob dieser verräterische Wurm den letzten Rest seines spatzenhaften Verstandes verloren hat, ausgeräumt. Auf Schmutz hinweisen, werden wir. Die Schiffsschaukel ist ja unglaublich staubig. Findest du nicht, dass du etwas dagegen tun solltest? Du hast völlig recht. Lilly, kümmere dich darum. Okay. Die ist sauber. So, die Masken hier oben sind wichtig und vor allen Dingen diese hier. Eine Dämonenmaske mit langen Dreadlocks. Die brauchen wir nämlich. Und woher weiß ich das? Weil ich Ahnung hab. Herumliegende Haare. Nicht gerade sehr sauber hier, nicht wahr? Schweig, du Narr! Die Haare sind wichtig für meine Beschwörungsformel. Genau. So, hier geht's nicht weiter. Müssen wir also wieder nach rechts. Wir brauchen nicht klicken, wir brauchen nur draufhalten. So, kleine Fiole. Wir nehmen den Stein. Und werden die Fiole kaputt Vielleicht machen. Sollte ich dem Trank noch etwas Kohlenstoffdioxid und Natriumchlorid hinzufügen. Ja, kann er ja machen mit dem Trank. Haha. Na bitte, jetzt haben wir hier unten... Zeig's aber nicht ich an. Ich werde die Weltherrschaft! Ein Holztisch. Auf Schmutz hinweisen. Das machen wir jetzt. Der Tisch ist ziemlich dreckig. Du solltest etwas dagegen unternehmen. Das ist ja eine Riesensauerei! Lilly, kümmere dich darum! Muss Tisch putzen. Borge Steinschleuder aus. Auch das tun wir. Ja, wir haben sie. Aber das hier unten wischt sie ja nicht weg. Bald ist es soweit. Bald. Man denkt eigentlich, dass er das hier unten wegmachen soll, aber... Nö, nö. Okay. Dann sind wir hier normalerweise ja schon durch. Mal kurz gucken. Wir müssen Ambrosius mit der Schleuder irgendwie benutzen. Halt! Darf ich erfahren, was du gerade vorhast? Ich dachte daran, dich in die Steinschleuder zu setzen und dann zu verschießen. Was? Bist du des Wahnsinns? Darf ich dich daran erinnern, dass ich der große Ambrosius bin? Einen Paladin meines Kalibers verschießt man nicht einfach! Hör mal, erstens bist du im Moment nicht besonders groß und zweitens können wir uns später darüber streiten. Im Moment geht es darum, dass wir Basilius aufhalten. Nun gut. Was hast du denn als Ziel für mich ausgesucht? Ich würde sagen, Katzenkörbchen. Das Katzenkörbchen macht einen guten Eindruck.
Aber das ist ganz schön weit. Also, ich weiß nicht. Weshalb die Schleuder? Der Platz ist auch gut gepolstert. Also los! Guck mal rechts, die Katze. Ja, schon vorbei. Die kann man aufziehen. Ja. Hat einen Schlüssel auf dem Kopf. Schön verstreuten. Das hat Spaß gemacht. Mal sehen, ob es wirklich was bringt, dass ich ihn dorthin geschossen habe. Es wird was bringen. Die Schiffsschaukel ist ja unglaublich staubig. Oh, findest du nicht, dass du etwas dagegen tun solltest? Du hast völlig recht. Lilly, kümmere dich darum. Wie schnell die dreckig wird. Hier, da ist die Katze. Genial. Spring, Junge, spring. Yeah. Das ist supi. Och, der kleine Ambrosius. Nicht leicht. Oh oh. Katzenalarm. Lauf, er nimmt mal hier. Haha! Ja. Ich werde mit meinem Schwert einfach die Halterung abschlagen. Nichts kann meinen formidablen Verstand aufhalten. Ach, du und dein Verstand, ihr beide. Ihr macht es schon. Kannst ja kaum das Schwert heben. Ja, das war's also, ja. Bei näherer Betrachtung frage ich mich, ob das eine so gute Idee war. Die Schaukel von diesem gefräßigen Katzenbiest. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Lilly? Nö. Wieder auf Schmutz hinweisen, dass die Katze rausgeht? Die Schiffsschaukel ist ja unglaublich staubig. Findest du nicht, dass du etwas dagegen tun solltest? Du hast völlig recht. Lilly, kümmere dich darum. Los, raus mit dir, du Katze. Nicht, dass die hochspringt. Ah, okay. Ach, der ist unter der Maske gelandet. Guckt. Ja, jetzt hat er die Maske. Die Katze. So, warte mal. Wir haben die Maske und setzen die Windeln auf. Ha, das ist definitiv eine Verbesserung. Bald ist es soweit. Was für eine Königin. Wo ist die Maske? Das Königreich ist in Gefahr und sie schnarcht hier vor sich hin. Sprich nicht so von der Königin, niederträchtiger Schurke. Warum? Machst du sonst einen Zwergenaufstand? So, wir müssen das herumliegende Haare. Nicht gerade sehr sauber hier, nicht wahr? Schweig, du Narr! Die Haare sind wichtig für meine Beschwörungsformel. Herumliegende Haare. Nicht gerade sehr sauber hier, nicht wahr? Schweig, du Narr! Die Haare sind wichtig für meine Beschwörungsformel. Lilly? Kannst du irgendwas machen? Muss putzen. Ach, hier, guck mal hier. Putze Haarbüschel. Sag mal normal, muss putzen. Muss Peppschmier töten. Wer kennt es? Muss Peppschmier töten. Komm, mach die weg. Deloing. Wie? Was? Oh, die Haare brauche ich doch für meine Beschwörungsformel. Ah, nun gut, hole ich eben neue. Unfähiges Personal. Dabei brauche ich doch diese Haare für meinen Trank. Sie sind doch der wichtigste Bestandteil des Ganzen. Aber ich darf sie nicht zu früh in den Trank werfen. Erst, wenn er bereit ist. W-
Wunderbar, wunderbar. Der Trank ist endlich fertig. Civil, oh ja. Sieh gut zu. Dann kannst du etwas von einem richtigen Bösewicht lernen. Nur noch eben die Haare in den Trank werfen und dann werde ich die neue Königin sein. Und da bist du stolz drauf. Weil du dann eine Königin bist. Ha, okay. Dann schauen wir uns mal gleich die Königin an. Ey, wo ist denn Ambrosius? Ah, ich kann schon spüren, wie es wirkt. Bald werde ich der König... Pardon, ich meine die Königin sein und das Land beherrschen. Nichts und niemand könnte mich jetzt noch aufhalten. Seville, du hast versagt. Du... Moment, was... Was passiert hier? Ah! Eieieiei. Wie konnte das passieren? Seht mich an, das kann nicht sein! Ich muss das Gegenmittel finden. Ich muss! Irgendwo hier muss es doch sein! Irgendwo hier muss doch ein Rezept für ein Gegenmittel zu finden sein! Ja, haben wir ein Gegenmittel? Ja. Ach, hier, wo das nur? Wo? Schon wieder dieser Unsinn mit der Steinschleuder? Ja. Nun gut. Was hast du denn als Ziel für mich ausgesucht? Natürlich. Was steht hier? Das hier. Wie gewinne ich Freunde? Der dämonische Basilius ist dein Ziel. Der Dämon? Ja. Aber, das ist gefährlich. Was soll ich denn gegen so ein riesiges Ding ausrichten? Versuch doch wenigstens einmal nachzudenken. Wie oft hast du erzählt, was du für ein blödes Schwert hast? Hey, erdreiste dich nicht, mich so anzureden. Ich habe ein +3 Schwert des Dämonenschlachtens. Tja, natürlich, mein Schwert. Ich bin ein Genie. Schon gut, schon gut. Los jetzt! Vernichte den Dämon! Tja, du widerwärtige Bestie! Ich werde dich niederstrecken mit meinem Schwert des Dämonenschlachtens! Nimm dich in Acht! Denn hier komme ich, der großartige Ambrosius, und werde dich lehren, was Schmerz bedeutet! Na, jetzt bin ich gespannt. Oh, das ist so frustrierend! Es ist ein Vogel? Irgendwo nein. Hier muss doch ein Rezept für ein Gegenmittel zu finden sein. Es ist ein Flugzeug. EPIA, Schweinebacke. Ja, ja, ja. Wo nur? Wo? Ich kann nicht so... Yeah. Das Böse ist besiegt. Ha, da ging er hin, der Schurke. Moment. Was schmecke ich denn da? Es ist süßlich. Ach ja, richtig. Das ist der Geschmack der Rache. Oh, was ist passiert? Wo ist Basilius? Ha, ich... Der heldenhafte Ambrosius habe den Unhold natürlich zur Strecke gebracht. Mit meinem wahrhaftigen +3 Schwert des Dämonenschlachtens habe ich ihn niedergestreckt. Obwohl er ein riesiger Dämon war und ich, nun ja, gerade etwas eingelaufen bin, war er doch kein Gegner für mich. Es kommt eben nicht auf die Größe an. Ja, 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 genug von deiner Angeberei. Los jetzt, wir haben zu feiern, der Schurke ist tot. Holt mich aus diesem Käfig heraus! Natürlich! Aber wo ist denn der Schlüssel? Eine gute Frage. Ich glaube, der Schurke hatte den Schlüssel am Gürtel. Was? Das darf doch nicht wahr sein!
Lasst mich hier raus! Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So, meine Lieben, die Geschichte ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Super Geschichte! Super Aha. Geschichte! Polly wie Kekse! Polly wie Kekse! Aber natürlich, mein Liebling. Ich hoffe nur, ihr seid bald wieder auf Normalgröße. Seville, Schatz, wie sieht es damit aus? Ja, ich arbeite daran. Ich habe im Moment genug Probleme, wie man sieht. Genau, du sollst erst einmal unser Problem lösen. Das finde ich um einiges wichtiger. Du hast doch damit angefangen, dass 2,5D viel besser aussieht. Ja, aber das wird völlig anders. Egal, wir brauchen ein Gegenmittel. Na, meine Lieblinge, soll ich euch noch eine Geschichte erzählen? Wie wäre es damit, wie es zu der momentanen Misere kam? Alles begann damit, dass Seville und ich heirateten. Ach, sie heiratet Seville. Fortsetzung folgt, bislang ist keiner rausgekommen. Und ich weiß auch warum. Weil das Spiel sowas von verbuggt war, unmöglich. Also das Spiel an sich, klasse. Die Stimmen waren toll gewesen, die Handlung sowieso. Und ich habe sehr oft lachen müssen, aber richtig lachen. Aber das habt ihr ja auch gehört. Und ich musste auch sehr oft schmunzeln, ist klar. Aber diese Bugs da drin. Ich muss ehrlich sagen, in Anbetracht dessen, was jetzt so passiert ist in diesem Spiel, also mit diesen komischen Bugs, ich kann das Spiel nicht empfehlen. Vielleicht habt ihr Glück und bei euch funktioniert das. Keine Ahnung. Ich meine, wenn ihr dieses Spiel bekommt, ganz preiswert, holtet euch. Aber wirklich nur dann. Ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen, weil ich das toll finde, dass ihr etliche Folgen geguckt habt oder vielleicht auch nur eine Folge geguckt habt und kommentiert habt oder vielleicht Daumen hoch oder Daumen runter, egal. Und freue mich schon auf die nächsten Projekte. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die ja auch ein bisschen ansehen. Und auch da würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lässt oder Daumen, vielleicht sogar ein Abo. Man weiß es nicht. Ja, und da bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen als Danke.